Klappbeut und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, zu einem weiteren Mail-Day-Video. Und heute habe ich hier einen Brief bekommen vom Simon, Leute. Wisst ihr, was das Besondere an diesem Brief ist? Ich werde euch heute auch nur diesen Brief öffnen, weil hier ist was Besonderes, Leute. Hier ist was Besonderes. Dave und Dennis. Dave, wir haben einen Brief bekommen. Also, du kannst ihn auch auspacken, wenn du möchtest. Nee? Okay, Dave möchte nicht, aber Dave hat sich bedankt. Ich habe das jetzt mal einfach übersetzt. Dave hat auch mir letztens gesagt, er möchte auch mal ein eigenes Unboxing drehen. Einfach nur von Dave. Das wird demnächst kommen, Leute. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Ein Unboxing von Dave. Matchdex Unboxing wird es wahrscheinlich sein. Genau. Das wird Dave übernehmen. Okay, er freut sich schon drauf, hat er mir gesagt. Also ihr könnt Dave wahrscheinlich nicht verstehen, ich kann ihn aber verstehen. Auf jeden Fall vielen Dank, Simon. Und ich bin sowas von gespannt, was hier drin sein wird. Er hat mir schon leicht gespoilert, was hier drin ist. Aber mal gucken, wie er das Ganze so umgesetzt hat. Schauen wir einfach mal rein hier. So, wir packen den Brief aus. Und eine Limi ist auch noch bei. Was ist da noch drin? Ja, okay. Leute, das ist natürlich überragend. Der Simon hat mir, tada, 70 Cent beigelegt, um. Das geht natürlich auch, aber besser. Am besten wäre es halt immer, wenn ihr mir schon einen vorfrankierten Rücksendeumschlag beilegt. Aber das geht auch klar, ne? Wenn ihr mir hier 70 Cent beilegt für den Rücksendebrief, ist das, geht das auch klar. Ich habe ja letztens gesagt im Mail-Video, dass ich euch nur was zurückschicken kann, wenn ihr halt einen vorfrankierten Rücksenderumschlag beilegt. Also Geld ist jetzt nicht so geil. Also am besten einen vorfrankierten Rücksenderumschlag, dass ich die Karte reinlege und euch den Brief oder die Karte, die ihr zurückhaben wollt, zurückschicken kann. Wir lesen uns erstmal den Brief durch. Oh, der Simon hat eine richtig schöne Schrift hier, ne? Hi Dave und Dennis. Da Dave einfach der geilste Bürostuhl der Welt ist. Ey, das finde ich jetzt ein bisschen frech, ne? Dave ist kein Bürostuhl. Dave ist ein, wie soll ich sagen, vollwertiges Mitglied im Team PAX United. Ganz klare Sache. Dachte ich, ich mache Ihnen eine kleine Freude. Ansonsten viel Spaß damit. Liebe Grüße, Simon Oswald. Stark, Simon. So. Die Karte soll ich wahrscheinlich zurückschicken, oder? Alfred Finn Bogerson? Kann das sein, dass der Simops Oswald Augsburg-Fan ist? Ich weiß es nicht genau. Oh, schaut euch das an. Wie viel... noch ein Brief? Ne, Bild. Für Dave. Dave, guck mal. Leute, Dave kommt überhaupt gar nicht mehr drauf klar. Er wurde hier einfach gezeichnet. Alter, Simon, du hast so einen Respekt. Was ist das denn? Zum Schluss. Bitte unterschreiben. Okay, die Karten soll ich unterschreiben. Das heißt, Alfred Finn Bogerson ist für uns. Stark, Simon. Einfach stark. Alfred Finn Bogerson, Limi. Bitte unterschreiben soll ich folgende Karten hier. Oh, oh, oh. Hertha-Club-Karte. Müller-Fans-Favorite und nochmal die Hertha-Club-Karte. Also vier Karten soll ich unterschreiben. Die schicke ich dir auf jeden Fall zurück. Simon. Am besten kann ich die Adresse lesen. Ich denke schon, ansonsten muss ich dir nochmal irgendwie schreiben. Und jetzt haben wir hier noch... Alter, er hat... er hat einfach einen eigenen Dave-Booster gemacht. Dave Nini, Dave 365, Dave XL. Alter Falter, eigentlich will ich diesen Booster gar nicht aufmachen, weil der so geil ist. Einfach einen eigenen Dave-Booster. Aber Dave, ich... Ich hab den jetzt schon geöffnet, Dave. Ist das in Ordnung, oder? Okay, ja, Dave hat gesagt, er freut sich auf sein eigenes Unboxing. Ich kann jetzt gerne den Brief hier öffnen. Also, überhaupt kein Problem für Dave. Was ist denn hier alles bei? Alter Falter, alles verschiedene Serien. Roman Bürki, Ramona Bürki, Brücki, wie Ben Master wohl sagen würde, Lukas Piszczek, eine Pflanzenenergiekarte. Was ist das denn für eine Karte? Ist das Ghostbusters oder sowas? Keine Ahnung. Die habe ich auch noch nie gesehen. Was ist das denn? Teenie Violettas von Panini.
Minions-Karten, Sergio Ramos, Anakin Skywalkers Scheiterhaufen, also für den Skywalker auch hier was dabei, André Gomez, Owen Lars, Leonardo Bonucci, oh, Donwas Karte, Soleil Muntari von AC Milan, Marvin Schulz und Guillermo Sara von der FIFA 365. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und jetzt haben wir noch, hier zum Schluss soll ich die Karte zeigen und jetzt sind wir quasi am Ende. Und da haben... Ich fass es nicht. Stuhl Dave. 5 Sterne, Hertha BSC. Hier seine Stats. 83 Angriff, 48 Abwehr. Hertha BSC Angriff. Eine eigene Dave-Karte. Also die muss ich in Ehren halten. Die kommt in meinen Matchtag 17-18 Ordner. Definitiv. In meinen Sammelordner kommt diese Karte. Eine limitierte Auflage, one of one quasi. Aber Club 100 wäre noch geiler gewesen, aber Simon, natürlich verstehe ich, dass du keine Club 100 Karte zerschneiden wolltest. Oh, überragend, Leute. Überragende Dave-Karte hier. Die Dave-Matchtags-Karte. Stark, Mann. Überragend, Leute. Vielen, vielen Dank, Simon, für den geilen Dave-Mail-Day quasi. Dave, was sagst du zu dieser Karte? Er ist fassungslos, Leute. Er kann seine Freude gar nicht in Worte fassen, Leute. Er hat zwar ein bisschen was rausbekommen, aber so ordentlich habe ich es auch nicht verstanden, Leute. Ich habe lange seine Sprache versucht zu übersetzen und ich kann eigentlich seine Sprache jetzt schon. Also, Leute, das war's auf jeden Fall von dem heutigen Mayday-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden und wenn ihr mir was zuschicken wollt, könnt ihr es gerne machen. Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.